Wenn der Mann fragt, wonach suchst du eigentlich, dann sag ihm diese Worte. Willkommen zu diesem Video, zu dir spricht Sigge Lenz. Warst du schon mal in der Situation, du hast deinen Mann kennengelernt, sei es online oder offline, ihr lernt euch kennen, ihr trefft euch, alles ist wunderbar, das Eis bricht, er gefällt dir, du fühlst dich wohl mit ihm, du fragst dich, ob er dich auch mag und dann fragt er dich plötzlich, sag mal, wonach suchst du eigentlich? Und vielleicht erinnerst du dich an dieses Gefühl, was damals in dir entstanden ist. Dieses Zusammenzucken. Was sage ich jetzt? Wenn ich jetzt sage, dass ich eine Beziehung will, vielleicht ja, denkt er, dass ich es nötig habe. Vielleicht fragt er mich, warum ich jetzt keine habe. Und wenn ich ihm sage, naja, erst mal sehen oder naja, mal überlegen, dann will er vielleicht nur das eine. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Frauen sagen, ja, ich lerne den Menschen erstmal kennen und dann schaue ich mal, dann schaue ich, wohin die Reise geht. Und das ist meistens genau der Satz, der die ganze Kommunikation in die völlig falsche Richtung bringt, weil der Mann dann sein Fortpflanzungsprogramm abspielt. Denn er geht davon aus, naja, mit dem einen Mann bist du so und mit einem anderen so. Lieber gehe ich in die Richtung, denn die Beziehung ist für Männer und für Frauen etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du an das Wort Beziehung denkst, dann denkst du daran, dass du mit einem Mann zusammen bist, der sich um dich kümmert, der sich um dich sorgt, der dir schöne Worte sagt, der dir Blumen gibt, der auf alle anderen Frauen verzichtet, der ja, dich auf Händen trägt, der dir das Gefühl der Sicherheit gibt, der ja, sich um deine Sachen kümmert, um deine Probleme kümmert. Aber ein Mann, wenn er an eine Beziehung denkt, dann denkt er daran, dass er plötzlich nicht mehr so viel Freizeit hat, dass er auf andere Frauen verzichten muss, dass er mit seiner Zeit nicht mehr so gut umgehen kann, dass er in irgendwelchen emotionalen Momenten ist, die er regeln muss. Ja, das bedeutet irgendwelche Ansprüche, Stress, schlechte Laune und so weiter, was zwangsläufig in einer Beziehung irgendwann entsteht und die Beziehung natürlich auch belastet. Ja, deswegen in einer Beziehung ist der Mann derjenige, der gibt und die Frau nimmt. Das muss dir klar sein. Also kein Mann, der erfolgreich bei Frauen ist, der ganz sicher weiß, dass er attraktiv ist, dass er ein gutes Händchen für Frauen hat, ja, der auf Frauen einen guten Einfluss hat. Keiner von denen läuft durch die Straßen und stellt sich die Frage, wo ist denn diese eine? Ja, warum habe ich keine Beziehung? Warum bin ich Single? Weil er ganz genau weiß, dass Frauen bei ihm sich in eine Schlange stellen, um mit ihm zusammen sein zu wollen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du weißt, dass jeder Mann einen Raum hat in seinem Kopf, in seinem Bewusstsein, wo Beziehung draufsteht. Und in diesem Raum ist viel Negatives versammelt. Ja, das bedeutet, ich gebe und gebe und gebe und bekomme nur schlechte Laune, Stress und ja, irgendein Theater, Drama, was auch immer. Das ist das, was mein Leben als Mann belastet. Das bedeutet, das, was du als Frau tun solltest, ist nicht, ja, Männer auszusieben, die nicht auf Beziehung aus sind. Ja, weil nochmal, alle Männer sind auf der Suche nach A, möglichst viel Fortpflanzung mit möglichst vielen Frauen in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Aufwand. Aber eine Beziehung wollen sie mit einer Frau, die sie lieben, für die sie starke Emotionen empfinden, mit der sie auf einer Wellenlänge sind, mit der sie sich verstehen. Deswegen solltest du so auf den Mann einwirken, dass er spürt, dass du Beziehung, also dass du diesen Raum in seinem Kopf füllst mit etwas Positiven für ihn, mit etwas, was er will, also nicht mit etwas, was er nicht will. Ein Mann, der keine Beziehung will, will das nicht, was in diesem Raum drin ist, wo sich all das Negative abgespeichert hat. Ja, deswegen wird er nicht einfach so eine Beziehung mit einer Frau eingehen, die er nicht liebt, für die er sich emotional nicht interessiert,
einfach weil er gerade keine Beziehung hat. Er möchte das nicht. Ja? Und nochmal, Männer, die gut mit Frauen sind, sie haben kein Problem damit, eine Frau für eine Beziehung zu finden. Sie haben ein Problem, die Richtige zu finden, die diesen Raum mit den richtigen Dingen füllt, die seine Vorstellung von einer positiven Beziehung teilt. Deswegen ist es wichtig, dass du ihm suggerierst, dass seine Beziehung für dich das ist. Also etwas Positives, etwas, was er ebenfalls will. Ja, und wenn diese Frage kommt, dann ist es natürlich sehr schlecht, wenn du aufgeregt bist, wenn du verspannt bist, wenn du nicht mehr in diesem flirtigen Modus bist. Vielmehr solltest du in diesem schönen, entspannten, flirtigen Modus bleiben und ihm zum Beispiel so etwas sagen. Das, was ich in einer Beziehung suche, ja, und das suggeriert, dass du eine Beziehung suchst, das impliziert es. Das, was ich in einer Beziehung suche, ist das Gefühl absoluten Glücks. Dass du diesen Menschen getroffen hast, weil dieses Treffen dein Leben und dich selbst völlig verändert hat. Und du mit ihm das Leben auf eine unglaubliche Weise genießt. Das Gefühl, angekommen zu sein, Liebe auszudrücken und Liebe auszutauschen. Weil diese Erfahrung das Leben auf eine neue Dimension hebt. Du strotzt vor Energie und vor Gesundheit. Hast auch nach vielen Jahren in der Beziehung mit ihm allein bei dem Gedanken an ihn ein warmes Gefühl im Herzen und bist total scharf auf ihn. Und schau mal, wenn du das sagst, dann erzeugst du in ihm ein Verständnis von der Beziehung, was er möchte. Ja, das bedeutet, mit dir kann er das haben. Eine andere Frau möchte einfach nur, dass er, sich irgendwelche Stories anhört von ihr, sich die ganze Zeit um sie kümmert, die ganze Zeit um sie herumtanzt, will ihm ständig sagen, was er zu tun und zu lassen hat, weil jedermann hat diese Erfahrung gemacht in Beziehungen. Und mit dir ist es so. Das bedeutet, du wächst dadurch, dass du ihm das sagst, seine Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass du wie keine andere für eine Beziehung in Frage kommst. Ja, weil nochmal, er möchte eine Beziehung mit einer Frau, mit der er sich angenehm anfühlt, zusammen zu sein, mit der er aufblüht, mit der er sich gut versteht, mit der es keinen Kampf gibt. Ja, weil nochmal, Männer haben diese Erfahrung gemacht und mit dir bekommt er das. Du lädst also diese Schublade in seinem Kopf, diese Beziehungsschublade in seinem Kopf auf mit der richtigen Energie. Du erschaffst dadurch das Interesse für dich und für diese Art von Connection mit dir. Und sorgst für die richtige Sichtweise der Beziehung. Es ist ganz wichtig, dass du das eher begreifst, dass es nur mit dir möglich ist. Ja, nochmal. Diesen Text, ja, du kannst dir das Video nochmal durchschauen, das vielleicht abschreiben und auswendig lernen oder vielleicht deine eigene Version schreiben. Wichtig ist jedoch, dass du das mit einem sehr entspannten, mit einem sehr genießerischen Zustand sagst. Ja, also 5%, das ist der Wert der gesprochenen Worte. 95%, das ist dein Gefühl, was du mit diesen Worten ausdrückst. Und dieses Gefühl muss bei ihm ankommen, das Gefühl, dass du in diesem absolut genießerischen Zustand bist. Weil er rechnet sich aus, dass er auch nach Jahren der Beziehung mit dir mit einer Frau zusammen sein wird, die in diesem Zustand ist. Das bedeutet, er wird auch in diesem Zustand sein. Schau mal, mit den richtigen Werkzeugen kannst du das Bewusstsein eines Mannes so beeinflussen, dass selbst wenn er keine Beziehung will, dass er eine will. Ja, also in jedem Mann gibt es einen Teil, der sich nach einer Beziehung sehnt. Aber in diesem Format. Ja, nicht in diesem Stressformat und Dramaformat und Ansprücheformat und irgendwas von ihm wollen, sondern in diesem Format, was euch beide erfüllt, was euch beide glücklich macht, was euch beide vereint. Auf dieser Genussebene. Und in jedem Mann gibt es auch einen Teil, der keine Beziehung will.
Ja, der sich einfach austoben will, der Freiheit will, der ja, Freiheit von Stress will, der einfach nehmen will, ohne etwas zu geben. Ja, weil wenn er keine starken Gefühle für eine Frau hat, wenn er nicht das Gefühl hat, dass diese Frau gut für eine Beziehung passt, dann ja, wird er eher diese Tour fahren, weil nochmal, Männer und Frauen haben eine andere Fortpflanzungsstrategie auf dieser biologischen Ebene. Das war immer so, das wird immer so sein und das ist so in jedem Mann. Die Frage ist nur, welche Seite du in ihm wächst und in welche Kategorie er dich reinsteckt, ja, in welche Kategorie er dich einsortiert. Weil wenn du richtig mit ihm kommunizierst, vom ersten Kennenlernen, über die Dates, über das, was du mit ihm schreibst und wie du die Kommunikation mit ihm aufbaust, hängt davon ab, ob er starke Gefühle für dich entwickelt, ob er sich in dich verliebt, ob er dich auf Händen trägt oder ob er dich etwas Lockeres zwischendurch sieht, neben den ganzen anderen Mädels, die er sonst noch so hat. Und sich nach ein paar Wochen überhaupt nicht an dich erinnert oder an deinen Namen. Ja? Du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand, sein Bewusstsein in die richtige Richtung zu steuern. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, hinterlass mir einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Sergej Lenz.